So. Jagd. Eskorte. Begleiten mal das Kind sicher an sein Ziel. Urplötzlich hört ihr seltsame Geräusche. Was ist denn da los? Ich würfel mal auf Wahrnehmung. Ich will, würfelt Wahrnehmung. Oh, feine 20. Ihr hört ein Kind weinen. Das ist herrlich. Juhu, lasst uns herausfinden, woher das kommt. Ein Kind. Hallo Kind, sind wir uns nicht vor einer Weile im Startdorf begegnet? Ja, ich will zu meiner Mama, ich will nach Hause. Okay, wir bringen dich zurück. Bleib dicht bei uns, los geht's. Ja, eskortieren wir es zurück zum Stadtdorf. Reisen. Joa, und es gibt einen Kampf offensichtlich unterwegs. Die Gruppe wird angegriffen. Kind muss beschützt werden. Na sowas. Oh Gott, von einer Ratte. Ich habe gedacht, wir werden angegriffen. Oh Mann. Ja, und das war's. Weg ist die Ratte. 23 sagenhafte Erfahrungspunkte. Jetzt können wir uns hier uns schon fast zur Ruhe setzen. Jetzt können wir uns hier schon fast zur Ruhe setzen. So. Und nicht nochmal verlaufen. Ja. Versprochen. Sehr schön. Oh, ihr seid so mutig. Questan. Das war wohl die Mutter, hm? Ein kleiner Stein der Finsternis, Steinfragment eines Rituals, minus zwei Schmiedekosten. Was wir alles schon haben, von dem ich nicht weiß, wie wir es benutzen. Der Wahnsinn. Ah, Schmiedekosten. Es gibt wohl auch noch irgendwo einen Schmied, aber ich sehe den hier jetzt ja nicht in der Auswahl, ne? Das ist nur der normale Händler. Nee, nee, nee. Ich wollte scrollen, nichts kaufen. Ja, fast das ist. Fast dasselbe. Es gibt ja auch schon große Tränke. 200 AP. Oh, EP-Tränke. 6500. Das sind mal instant ein paar Level, würde ich sagen. Den kaufen wir vielleicht, wenn wir dann einen neuen an den Tisch rannehmen, dass wir den nicht von 1 hochleveln müssen. Das sollte mal locker Level 4, 5 haben dann. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raustippen. Ja. Was gibt es für Level 9 Neues? Level 9 Neues. 10% Wiederbelebungskosten weniger. 5% Gold. Nee, lohnt sich glaube ich nicht. So, wir sind jetzt 9997. Ja, wollen wir mal dieses Level 16-Ding probieren? Das tut mir da gerade schwer. Level 16 ist halt haarig, ne? Aber Ratten jagen will ich auch nicht mehr. Boah. Aber das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nie im Leben, Level 16. In der Level 16 Monster sind wir sind gerade mal Level 9. Nee, das schaffen wir nicht. Ich reise mal in den alten Dschungel. Der ist um Level 6 rum. Das ist Level 4. Das sind Level 15. Ja, ich reise einfach mal in den Dschungel, ne? Burg Abendlicht. Level 7, da passt man eigentlich ganz gut hin. Komm, wir reisen mal dahin. Meine Burg ist ja auch mal schön anzugucken. Oh ja, schaut an, da gibt es allerhand so Marktstände, Kampfnashörner oder so, keine Ahnung. Ja, toll. Oh ja, und hier ist der Schmied, genau, und eine Taverne. Lass Charaktere in der Schenke. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Aber ich kann meine Charaktere hier bleiben lassen, quasi. Ne? Und dann später wiederholen, vermutlich. Kann ich sie hier abstellen? Ha, ist nicht schlecht, wenn man für einen speziellen Kampf irgendwie spezielle Charaktere braucht. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Was kann ich beim Schmied machen? Ich muss den Schmied verbessern. Verbesserung des Schmieds. Du hast keinerlei Schleifsteine. Sammle sie in Verliesen oder kaufe bei Händlern.
Was kostet denn so ein Schleifstein beim Händler? Also wir müssen scheinbar einen Schleifstein kaufen, damit wir einen Schmied überhaupt benutzen können. 25, ja komm. Wir kaufen mal einen, können wir uns auf jeden Fall leisten. Ja, wir kaufen schön weiter ein. So, gib mir mal einen Schleifstein. Ja. Ja, toll. Das hat nicht viel gebracht. Okay, die müssen wir also wirklich sammeln. Was gibt's denn an Quests hier? Prinzessinnen-Schwester Level 30. Jagd, Palastwachen, Banditen. Kampf mit dem Skelettkönig. Eskorte Einwohner. Komm, wir eskortieren erstmal die Einwohner. Ah, bitte bringt mich nach Hause. Klar, ja, das ist die Frau. Klar, können wir machen. Wir sind nicht weit vom Startdorf entfernt. Wir wohnen alle im Startdorf, oder? Die ganze Welt wohnt im Startdorf. Eskortiert diesen Einwohner zum Startdorf. Reisen. Als ob ich nicht gerade von da käme, ja? Naja. Machen wir mal. Und ein Kampf. Oh mein Gott. Einwohner muss beschützt werden. Ach, das lohnt sich doch alles nicht. Wieso gibt's denn nicht so um die Level, naja, 10 halt, wo wir uns gerade auch befinden. Zack, zack. Tot ist die Ratte. Also hier lohnt sich's nicht mit Fähigkeiten zu arbeiten bei Ratten mehr. Level 1 und Level 3, hört mal. Nee. So, und in EP tut sich da natürlich auch nicht viel, aber wir sind im Startdorf angekommen. Mach's gut, Einwohner des Startdorfes. Was für ein individueller Name. Questern. Alle sind euch für eure Taten so dankbar. Oh, ein Leuchtstein. Glänzender Stein. Regeneriert ein Mana-Punkt. Ja, ein Mana-Punkt regenerieren ist natürlich gut, ne? Zufällig kann das der Magier ganz gut gebrauchen. So. Toll, jetzt sind wir wieder im Startdorf. Komm, wir probieren den Level 16 Beutezug. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich euch ein paar Karotten gegeben habe. Eigentlich nicht nur ein paar, sondern um 20 Karotten, um genau zu sein. Wirklich? Worum geht es denn hier? Eine private Essenslieferung? Ich habe Hunger. Besorgt mir ein paar Karotten. Bereist nach Strand von Miami und setzt die Quest fort. Ja, weg damit. Also, Entschuldigung, das ist zu heftig einfach. Wenn das Gebiet dann sogar Level 18 ist, ich will nicht wissen, was da rumläuft. Ich will es einfach nicht wissen. Geh mal lieber wieder nach Burg Abendlicht zurück. Und ja. Und wieder einmal seid ihr in diesem wunderschönen Ort. Ja, komm, hier war doch was mit Palastwachen. Level 7, das klingt doch gut, hm? Machen wir das mal. Ich glaube, ihr könnt uns noch aus dem Turmgefängnis kennen. Anscheinend will euch irgendjemand tot sehen. Macht euch bereit. Tötet 7 Palastwache. In einer oder mehreren Schlachten. Das ist auch ein Das funktioniert doch. So, machen wir mal. Komm, zack. Warte. Sind Level 7. Komm, wir geben es uns hart. Machen wir mal einen richtig heftigen Kampf. So. Boah. Ich. 4 müssen reichen. Da krieg ich dann doch irgendwie die Hosen voll. So, aber was machen wir? Wir machen Spalten auf D3 erstmal. Mit dem Krieger. Unser Rogue. Ja, ganz klar den Doppelschlag. Und die nimmt sich den hier mal vor. Der Magier. Er macht den Meteor auf alle. Wieder richtig schön Damage raushauen. Boah, herrlich. Der macht so viel Schaden, unser Mage. Spannend, wenn er wieder ein Level abkriegt. Ich muss den Meteor mal nochmal verbessern. So, hier wollte ich jetzt nochmal Schlag des Anführers auf den Banditen machen, damit der auch schön die Akku auf dem Paladin hat. Oh, wunderbar funktioniert. So, und der Krieger jetzt. Ja, der geht jetzt mit auf den hier. Genauso wie unsere
unsere liebe Schurkin. Und dann sollten wir den hier jetzt weg haben. Genau, jetzt haben wir nur noch 3. Und wir machen mal einen Feuerball auf den Level 9 Schurken. Und dann können wir noch einen Schlag des Anführers auf den da hier machen. So. Boah, hier können wir jetzt nochmal Spalten auf alle 3 machen. Kann nämlich schaden, so ein bisschen Schaden auf alle. Also uns kann es nicht schaden. Haha, welch Wortwitz. Schauen wir mal, ob wir den ausschalten können. Ja, es reicht gerade so vermutlich. Also. Man kann ja nicht sehen, wie viele Trefferpunkte die haben, aber das war knapp. Ich würde sagen, der Paladin, der kann sich auch mal... Nein, das ist ja der Mage dran. Der Mage. Naja, weißt du was? Der zündet den mal an. Und der Paladin, was ich eigentlich sagen wollte, der kann sich mal heilen. Ne? So mal 10 Leben wieder. Ist gar nicht schlecht. So, und der Krieger und die Schurken können auf den gehen. Und der Magier auch, dann ist er tot. Und wenn der jetzt seinen Brandschaden kriegen würde, naja, aber der Paladin kommt vorher dran. So, erster Kampf erledigt. 2533 EP. Na, das ist mal eine Ansage. So muss das sein. Einen schwachen Trefferpunktetrank und auch 24 Gold. Und 24 ist meine Glückszahl. Und unsere Schurkin ist aufgestiegen. Ja komm, wir machen das Gift noch höher. Weil das mit dem Doppelschlag zusammen, ja dann... 6 Schaden mehr macht und das ist, ja, das lohnt sich. So, kann ich hier kurz ausruhen, bevor ich weiterkämpfe? Weil dann machen wir jetzt nicht wirklich mal diesen... Kommt, lasst uns etwas töten. Ja, warum nicht? Jetzt mache ich hier nicht mehr wirklich diesen etwas härteren Kampf. Nochmal mal 1, 2, 3, 4 Palastwachen, dann haben wir alle. Und nehmen wir einen Banditen noch und das ist dann ein bisschen schwieriger wieder. Aber wir sollten es schaffen. Ich hätte keine Angst haben müssen am Anfang, glaube ich. Trotzdem, macht sie erstmal verschwinden. So. Der Paladin. Macht Schlag des Anführers auf den Banditen. Damit der schön die Aggro hält. Hat man ja alles schon, ne? Und hier würde ich sagen, einfach auf alle Meteor. Rums. Das ist schön, das sind also kumuliert hier fast 50 Schaden oder so. Nicht schlecht, was der für einen Output hat. So, hier machen wir Spalten. Gehen wir mal auf die 3 Kleinen hier drüben. Und sie kann auch einen Doppelschlag machen. Gehen wir mal auf den ganz rechts. Und der ist dann auch schon bald am Abtreten. Ja, so muss das sein. Ja, der Paladin. Nein, der Paladin macht seinen heiligen Schild an. Ein bisschen Damage reduzieren können. Und ich würde einfach sagen, noch ein Meteor, weil der so schön Spaß macht. So, der Krieger könnte jetzt den ausschalten. Genau. Und hier machen wir nochmal einen Doppelschlag auf den. Das wird nicht ganz reichen. Nein, leider nicht. Aber ich denke, wir überstehen das relativ locker. Ja. Oh, das hat nicht gereicht. Ich hätte gedacht, wir kriegen den damit platt. Die halten mehr aus, als man denkt. Und deswegen mal jetzt hier Nummer sicher. Schlag. So, jetzt haben wir nur noch 3. Wir sehen eigentlich noch ganz gut aus. Der Mage hat ein bisschen Leben verloren, aber ja, gehört dazu, ne? Doppelschlag auf den da. Oh. Irgendwie die Aggro von dem Mage wegkriegen. Ich glaube, der ist das, der da hier angegriffen hat. Und zack. Ordentlich Bedrohung machen. Der kriegt doch einen Feuerball ab. Oh. Ja, das war jetzt vielleicht verkehrt, das so zu machen. Aber ich glaube, ich krieg sie beide mit dem Spaltentod. Sehr schön. Dann hat sich das auch erledigt. Aber wir müssen in Zukunft ein bisschen aufpassen, so langsam. Ne? Also die Gegner werden, wie gesagt, immer stärker. Logischerweise. Ach komm. Trotzdem, wir können mal so eine Karotte essen. Ne? Ja, das war jetzt natürlich nicht viel, ne? Nur 5. Ich habe ganz aus den Augen verloren, dass wir inzwischen doch schon höhere Mengen an Trefferpunkten, Magiepunkte haben.